Meine sehr geehrten Damen und Herren, ich darf Sie dann bitten, sich an den Platz zu begeben, den Ihre Fraktion Ihnen zugewiesen hat. Ich darf Sie zunächst bitten, sich von den Plätzen zu erheben. Ich möchte mit Ihnen gemeinsam gedenken, unserem verstorbenen Stadtältesten Sepp Sigula, der im Juli diesen Jahres verstorben ist. Herr Sigula war vor seinem Wirken in Maintal aktiv bereits in der Stadt Bruchköbel bzw. in der Gemeinde Bruchköbel, hat ein sehr langes Wirken in der ehemals eigenständigen Gemeinde Bischofsheim hinter sich und war dann auch in der Stadt Maintal nicht nur als Ausschussvorsitzender, Fraktionsvorsitzender, sondern auch als einer meiner Vorgänger hier sehr aktiv. Nach seinem Ausscheiden 1993 wurde ihm die Ehrung Stadtältester verliehen. Und nicht nur wegen dieses Titels hat er auch nach seinem Ausscheiden aus der ehrenamtlichen Kommunalpolitik mitgemischt bis zum Ende. Sein Rat war sehr geschätzt, wenn auch nicht immer einfach zu verkraften. Und wir werden ihm ein würdiges Gedenken bewahren. Vielen Dank. Ich darf dann an dieser Stelle aufrufen, den Tagesordnungspunkt Nummer 0, darf zu mir bitten Herrn Bürgermeister Rohrbach und darf zu mir bitten den Stadtverordneten Wolf Rüdiger Fritz. Meine Damen und Herren, wie Sie sicherlich aus der Presse entnehmen konnten, hat die ehrenamtliche Stadträtin Elke Schmidt mit Wirkung zum 31. August 2012 darum gebeten, aus dem Ehrenbeamtenverhältnis entlassen zu werden. Der Magistrat, habe ich mir sagen lassen, hat diesem schweren Herzen zugestimmt. Umso mehr freut es mich, dass wir heute Abend hier ernennen Herrn Wolf-Rüdiger Fritz zum ehrenamtlichen Stadtrat der Stadt Maintal mit Wirkung vom 11. September. Das heißt, Herr Fritz, Sie dürfen heute Abend noch als ganz normaler Stadtverordneter die komplette Tagesordnung über sich ergehen lassen. Persönlich ist mir dieses eine große Freude, Herr Fritz, weil, nachdem ich gehört habe, dass Frau Schmidt diese Funktion nicht mehr wahrnehmen wird, es meine persönliche Wette war, dass die Wahl in der CDU-Fraktion auf Sie fallen wird. Hätte vielleicht an dem gleichen Tag Lotto spielen sollen, dann hätte sich das doppelt gelohnt. So, aber Spaß beiseite, kommen wir zum Ernst. Ich darf Sie zunächst per Handschlag auf Basis der Hessischen Gemeindeordnung zur gewissenhaften Wahrnehmung Ihres Amtes verpflichten. Und Sie sodann bitten, den Diensteid, denn ehrenamtlicher Stadtrat, zu Ihrer Information, ist ein Ehrenamt, ein Beamtenverhältnis. Sie haben den Text, gebe ich Ihnen die Version, dann braucht der Herr Kaiser die Brille. Ich lese den Text vor, den Sie mir dann bitte nachsprechen. Ich schwöre, dass ich das Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland, Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland und die Verfassung des Landes Hessen
und die Verfassung des Landes Hessen sowie alle in Hessen geltenden Gesetze wahren und meine Pflichten gewissenhaft und unparteilich erfüllen werde so wahr mir Gott helfe. So wahr mir Gott helfe. Ja, ich lese die Ernennungsurkunde vor für Herrn Wolf-Rüdiger Fritz, nachdem sie aufgrund der durch die Stadtverordnetenversammlung vom 10.09.2012 vollzogenen Wahl in den Magistrat nachgerückt sind, werden sie unter Berufung in das Ehrenbeamtenverhältnis auf Zeit mit Wirkung vom 11.09.2012 zum Stadtrat für die verbleibende Dauer der Wahlzeit der am 27. März 2011 gewählten Stadtverordnetenversammlung ernannt. Diese Urkunde wird in der Erwartung vollzogen, dass sie ihre Amtspflichten gewissenhaft erfüllen, das Vertrauen rechtfertigen, das ihnen durch diese Ernennung bekundet wird und sich jederzeit für die freiheitliche, demokratische Staatsordnung einsetzen. Maintal, den 10.09. Unterschriften, erster Stadtrat und Bürgermeister. Herr Fritz, ab morgen herzlich willkommen im Magistrat. Danke. Und das Magistrat ist eine ganz andere Welt. Lassen Sie sich überraschen. Viel Erfolg. Jetzt haben wir heute Abend Herrn Wolf-Rüdiger Fritz mit Wirkung von Mitternacht in den ehrenamtlichen Magistrat verabschiedet. Er wird sein Mandat als Stadtverordneter nach der heutigen Sitzung niederlegen und dann kommt das ganz normale Prozedere und zur November-Sitzung werden wir dann auch einen Nachrücker in der CDU-Fraktion dort berufen. Verabschieden, mal gucken, ob das da hinten passt zu dem, was ich vor mir liegen habe. Möchte ich heute Abend aber, und sie ist auch anwesend, und ich darf Sie schon mal langsam bitten, hier zu mir nach vorne zu kommen, Elke Schmidt, die jetzt ganz überrascht ist, dass ich sie hier aufrufe. Nein, wir haben uns vorher nicht abgestimmt, aber es freut mich natürlich, dass sie da ist. Nicht nur, weil sie genauso wie ich in Wachenbuchen wohnt. Elke Schmidt hat beide Phasen mitgemacht, sowohl als Stadtverordnete in guten wie in schlechten Zeiten. Und sie hat sich dann, Herr Rohrbach, auch der Herausforderung gestellt im ehrenamtlichen Magistrat. Aber gerüchteweise habe ich gehört, es liegt nicht an der friedvollen Zusammenarbeit im Magistrat, dass Frau Schmidt hier um die Entlassung aus dem Ehrenbeamtenverhältnis gebeten hat, sondern, wie wir dieses auch nachvollziehen konnten, aus persönlichen Gründen. Dir, liebe Elke, danke ich für dein Engagement. Ich gehe mal davon aus, und dein Ehemann ist heute Abend hier auch da, dass wir von Elke Schmidt nicht das letzte Mal was gehört haben. Und nicht nur, weil du, glaube ich, Schlagzeug spielst in irgendeinem Orchester. Und freut uns natürlich sehr, wenn wir auch das eine oder andere Mal in Zukunft dich hier in diesen Reihen begrüßen dürfen. Für dein Engagement in den letzten, ich habe es nachgerechnet, 12,5, knapp 13 Jahren, vielen, vielen Dank. Auch im Namen deiner Kolleginnen und Kollegen hier in der Stadtverordnetenversammlung. Und Herr Rohrbach, ich darf sicherlich auch sagen, im Namen des Magistrates. Vielen Dank. Ja, liebe Frau Schmidt, ich kann mich dem nur anschließen. Vielen Dank für die gute Zusammenarbeit im Magistrat. Hat Spaß gemacht. Sie haben sich für einen anderen Weg entschieden, was ich nachvollziehen kann, weil mal so richtig Krach machen, das ist im Magistrat halt selten so der Fall. Wir diskutieren dann doch meistens immer ruhig und bedächtig, ohne ein Geheimnis zu verraten. Und die lauten Töne sind nicht im Magistratsgremium die Regel. Aber ich wünsche Ihnen viel Erfolg. Wir bleiben verbunden, Sie bleiben in Maintal und werden sicherlich auch mit dem Präsidenten des BOW gemeinsam für viel Furore weiter in unserem Städtchen sorgen. Ihnen ganz, ganz herzlichen Dank als Vorsitzender des Magistrats, aber auch persönlich. Vielen, vielen Dank. Wiedersehen. Ja.
Moment. Und ob es denn ein Zufall ist, heute Abend verabschieden wir dann auch die zweite Elke aus unseren Kreisen. Solche Zufälle gibt es manchmal. Wie Sie vor einigen Tagen, Wochen aus der Presse entnehmen konnten, hat sich Frau Elke Nagel entschieden, ihren zukünftigen persönlichen Lebensmittelpunkt nach Brandenburg zu verlegen. Nein, Herr Eber, sie ist heute Abend nicht anwesend. Frau Nagel hat nur hier in der Stadtverordnetenversammlung eine kurze Zeit dieses Stadtverordnetenlebens, aber ein sehr aufgewühltes Leben dort miterlebt. Auch Frau Nagel habe ich bereits vorab telefonisch für ihren weiteren beruflichen und privaten Lebensweg alles Gute gewünscht. Und dann geht es da hinten wieder eins weiter. In den letzten Tagen und Wochen wurde ja sehr viel darüber spekuliert, was passiert hier in dieser Stadtverordnetenversammlung, wie sieht das aus mit den Mehrheiten etc. Und ich darf Ihnen sicherlich sagen, auch mit der sehr guten Unterstützung, die ich durch das Büro der Gremien habe, behält auch der Stadtverordnetenvorsteher noch einigermaßen den Überblick, wie sich die Fraktionen denn zusammensetzen. Was Sie heute Abend hier sehen, Frau Vogel, nicht erschrecken, dass dort steht Bündnis 90 Grüne 5. Das ist heute Abend der offizielle Stand, den wir dort haben. 44 aktive Mandatsträger gibt es heute am 10. September hier in Maintal. Wie Sie diese verteilen auf die einzelnen Fraktionen, können Sie dort im Hintergrund entnehmen. Und auch die spannende Frage, die heute Abend mehrfach an mich gerichtet wurde, wer ist denn anwesend bzw. wer ist nicht anwesend? Unter Berücksichtigung der nicht anwesenden Stadtverordneten sind heute Abend, Herr Krause, wenn ich mich nicht verzählt habe, 40 stimmberechtigte Stadtverordnete anwesend. Das heißt, wir haben in diversen Fraktionen aus beruflichen und sicherlich auch nachvollziehbaren gesundheitlichen Gründen dort Abwesenheit. Ich will an dieser Stelle, weil es auch dort viele Gerüchte in der Vergangenheit gibt, noch mal sagen, durch die Mandatsniederlegung von Frau Nagel fällt das Recht zur Wiederbesetzung, zur Nachbesetzung an die Fraktion Bündnis 90 Grüne zurück. Es gab hier mal Irritationen, dass es hieß, ja, da muss doch jetzt jemand von der GAM-Liste nachrücken. Es gibt keine GAM-Liste. Von daher gehe ich zunächst mal davon aus, dass wir bei der Novembersitzung hier in diesen Kreisen in der Fraktion Bündnis 90 Grüne dann, Frau Vogel, keine 5, sondern 6 Stadtverordnete wieder sitzen haben. Gleichwohl, und das wird eine Änderung sein, die Sie, meine Damen und Herren, in den 3 Ausschüssen bei Ihrer nächsten regulären Sitzung feststellen werden, haben wir nun in diesem Hause 2 Fraktionen, die über den gleichen Sitzquotienten verfügen, nämlich die FDP-Fraktion und die GAM-Fraktion. Das heißt, der 9. Platz im Hauptfinanzausschuss, Sozialausschuss bzw. Bauausschuss wird per Losverfahren jeweils verlost. Und zwar 3-mal, wird nicht ein Los gezogen für alle 3 Ausschüsse, sondern 3-mal werden wir dort die Glücksfee bemühen. Auch dieses Verfahren haben Herr Kraus und ich schon der Theorie durchgespielt, haben wir keine Angst und Bange davor, weil ich davon ausgehe, auch die verbleibenden knapp 3,5 Jahre in dieser Stadtverordnetenversammlung werden sehr spannend. Und dann gehen wir zur nächsten Folie. Wenn wir denn schon bei dem Thema Anwesenheitspflichten sind. In unserer Geschäftsordnung bzw. in der HGO ist geregelt Ihre Anwesenheitspflicht bei den Stadtverordnetenversammlungen. Und wenn Sie aus welchem Grund auch immer nicht anwesend sein können, dann sind Sie aufgerufen, sich beim Büro der Gremien respektive dem Stadtverordnetenvorsteher zu entschuldigen. Wenn Sie diesem nicht nachkommen, dann ist der Stadtverordnetenvorsteher gefordert, Ihnen irgendwann mal eine schriftliche Aufforderung zu schicken. So hat es der Stadtverordnetenvorsteher hier im August jetzt getan. Und hat Frau Mechthild-Schilling schriftlich aufgefordert, Stellung zu beziehen, inwieweit und in welchem Umfang sie ihr Mandat nehmen wird. Diese Aufforderung vom 22. August hat Frau Schilling am 28. August derart beantwortet, dass ihr aufgrund ihrer gesundheitlichen Situation eine Teilnahme momentan an den Sitzungen der Stadtverordnetenversammlung nicht möglich ist.
und sie hat mich darum gebeten, ihr Zeit bis zum Ende 2012 einzuräumen, um zu entscheiden, ob sie dann an den Sitzungen wieder teilnimmt oder aus gesundheitlichen Gründen ihr Mandat niederlegen wird. Rein theoretisch könnten wir ein Ordnungsgeld verhängen. Auf der anderen Seite muss ich auch sagen, habe ich ein gewisses Verständnis bei Verhinderung aus gesundheitlichen Gründen. Und da hilft auch ein Ordnungsgeld, glaube ich, von 50 Euro nicht, wo wir uns dann bemühen, hier jemand herbeizuzitieren. Und dann machen wir eine Folie weiter. Sie werden sich vielleicht daran erinnern, dass bei der Stadtverordnetenversammlung im Juni ich berichtet habe, dass wir am 11. Oktober unsere Bürgerversammlung im Stadtteil Dörnigheim durchführen werden. Das Präsidium hat am 22. August darüber befunden, dass wir unsere Meinung ändern. Wir nehmen eine Diskussion aus der letzten Haupt- und Finanzausschusssitzung hier als Mittelpunkt unserer Diskussion für die Bürgerversammlung, nämlich die Zukunft der Mobilfunkanlage im Stadtteil Wachenbuchen. Zwar ein Thema, das formal erst für das Jahr 2014 entschieden werden muss, aber bereits jetzt im Geschäftsgang ist. Das heißt, es gibt hier für die Stadtverordneten, für Magistrat, aber natürlich auch für die Bürgerinnen und Bürger frühzeitig die Möglichkeit, ich sag mal, ihre Meinung, ihre Stimmung zu diesem Thema abzugeben. Und deswegen habe ich mich auch entschlossen, diese Bürgerversammlung am 11. Oktober im evangelischen Gemeindezentrum im Stadtteil Wachenbuchen ab 19 Uhr dort durchzuführen. Und wir werden uns an dem Abend natürlich, Herr Rohrbach, nicht nur mit dem Thema der Mobilfunkanlage beschäftigen, sondern natürlich auch Rede und Antwort stehen den Fragen der Bürgerinnen und Bürger. Dann hat die Stadtverordnetenversammlung ebenfalls im Juni beschlossen, eine Arbeitsgruppe Bücherei einzurichten. In der Umsetzung dieser Arbeitsgruppe stehen wir momentan an dem Punkt, dass es uns gelungen ist, Herrn Butjan, das ist der Leiter der Hochschul- und Landesbibliothek Rhein-Main in Wiesbaden, dort als Moderator zu gewinnen. Das erste Treffen dieser Arbeitsgruppe findet statt am Montag, dem 22. Oktober von 18 bis voraussichtlich 20 Uhr im Sitzungssaal des Rathauses in Hochstadt. Der Beschluss der Stadtverordnetenversammlung sagt, dass nicht nur aus den Reihen der Stadtverordneten wir dort entsprechende Arbeitskreismitglieder haben werden. Die einzelnen Fraktionen haben ihre Vertreter auch mittlerweile benannt, sondern wir werden auch aus den entsprechenden Interessensgruppen in Wachenbuchen und in Hochstadt Teilnehmer haben. Diese Arbeitsgruppe ist natürlich aber auch offen für Bürgerinnen und Bürger in Bischofsheim als auch in Dörnigheim, die an dem Thema Zukunft der Maintaler Bibliotheken interessiert sind. Diese Arbeitsgruppe wird voraussichtlich zweimal tagen, um bis zum November einen ersten Zwischenbericht abzugeben und dann bis zum August 2013 uns Stadtverordneten zu empfehlen, wie es denn weitergehen soll mit den Büchereien. Sie sehen heute Abend zum zweiten Mal Parlaments-TV. Es wird aufgezeichnet, noch nicht live gesendet. Da bin ich schon ganz neugierig drauf. Das ist uns für die nahe Zukunft dort angekündigt. Diesen Bericht des Stadtverordnetenvorstehers, den werden Sie auch in der Niederschrift finden. Ich habe hier die Gelegenheit noch mal wahrgenommen, zum einen dafür zu werben, auf welcher Internetseite Sie dieses sehen können und wann Sie es sehen können. Persönlich kann ich Ihnen sagen, als ich mir das angeschaut habe im Juli, das war sehr interessant gewesen. Und man sieht sich mit ganz anderen Augen. Und jetzt werden Sie sich fragen, was meint er denn jetzt mit der Überschrift Schutzrechte von Stadtverordneten? Muss ich Ihnen ehrlich gestehen, es ist mir nichts Besseres eingefallen. Sie wissen alle, auch bei uns Ehrenamtlichen geht es manchmal hoch her. Und dann gibt es aber auch noch rechts, links, oben, unten die Außenstehenden. Und manchmal vergreift man sich auch ein bisschen im Wort, beziehungsweise geht dann Leute auch mal persönlich direkt mit Namen an. Das habe ich zum Anlass genommen, ganz objektiv, beim Hessischen Städtetag mal anzufragen, wie sieht es denn aus? Wie kann denn ein ehrenamtlich Tätiger sich schützen gegen Nachteile am Arbeitsplatz, gegen unflätige Leserbriefe, was, whatever? Die Antwort hier in gekürzter Form, die Fraktionsvorsitzenden bekommen das in vollständiger Form, die Tage von mir, genauso wie die Mitglieder des Präsidiums. Eine Antwort, die mich eigentlich auch ein bisschen erstaunt hat, und ich will Ihnen das jetzt nicht komplett vorlesen,
Aber Sie als Stadtverordnete, ich als Stadtverordnete, wir sind allein verantwortlich für das, was wir tun und haben auch die entsprechenden Konsequenzen daraus zu tragen. Wenn wir der Meinung sind, dass wir beleidigt werden, dass uns irgendwelche Dinge angeheftet werden und, dann können wir, das heißt aber ein jeder für sich alleine, dort dagegen vorgehen. Und es gibt nur ganz wenige Ausnahmen, wo ein Stadtverordneter die rechtliche Unterstützung der Stadt, der Kommune in Anspruch nehmen kann. Konkret war in meinem Fall die Frage gewesen, hat der Stadtverordnetenvorsteher eine gewisse Pflicht, die schützende Hand über Sie zu halten? Und wenn Sie sehen, welche zwei Wörter ich Ihnen hier fett angestrichen habe, dann muss ich sagen, das hat mich erstaunt. Meine Aufgabe besteht in der Hauptsache darin, nicht nur die Sitzung hier entsprechend den Gesetzen zu leiten, sondern für ein respektvolles Miteinander zu sorgen. Ob mir das in der Vergangenheit immer so richtig gelungen ist, dann kann man da sicherlich darüber diskutieren an der Stelle. Und das Thema wird uns dann sicherlich auch noch in Zukunft beschäftigen. Respektvolles Miteinander, und da will ich dann auch zum Ende kommen. Wenn ich denn so mal geschaut habe in den letzten Tagen, was so durch die Presse geht an Kommentaren, habe heute Morgen wieder den Tagesanzeiger gelesen. Ganz ehrlich, ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, das freut mich nicht. Da wird geschossen und Sie sehen diese schönen Pfeile in der Mitte, von jeder Richtung gegen jede Richtung. Und ganz außen stehen irgendwo die Bürger, die nur noch den Kopf schütteln und das alles nicht mehr verstehen. Ich will an dieser Stelle auch sagen und die Bitte als Stadtverordnetenvorsteher an Sie zu richten, wir sollten uns nicht in der Hauptsache damit beschäftigen, wer ist denn jetzt bei welcher Stadtverordnetensitzung anwesend und wie könnten denn theoretische Mehrheitsverhältnisse sein. Das wird uns sicherlich nicht helfen bei den Aufgaben, die vor uns liegen. Und Sie wissen, dass ich schon einige Jahre hier in der Maintaler Kommunalpolitik tätig bin und Haushaltsberatungen, die am Ende des Tages möglicherweise mit Pattsituationen durch theoretische Blockbildungen zustande kommen, haben uns noch nie geholfen. Das freut vielleicht den Bürgermeister und das sage ich hier ganz wertneutral, wenn die Stadtverordneten sich untereinander da ein bisschen heftig zanken. Ich will auch gar nicht sagen, dass der Stadtverordnetenvorsteher, der da oben sich auch ein Plätzchen gegeben hat, der rührt da auch ein bisschen mit an der Stelle. Ich will jedenfalls, und da hoffe ich auch, Herr Rohrbach, auf Ihre Unterstützung in den nächsten Wochen dafür werben, dass gerade die Dinge, die im letzten Quartal vor uns liegen, wo die Bürgerinnen und Bürger Erwartungen an uns hegen, dass wir uns dort positiv nach vorne bewegen. Und vielleicht sollten wir an der einen oder anderen Stelle öfters mal darüber nachdenken, wir sind hier ehrenamtlich tätig und sicherlich an der einen oder anderen Stelle an jeder sich selbst nicht ganz so stringent nehmen, sondern dort offener agieren. Das beziehe ich auch auf mich, denn ein Stadtverordnetenvorsteher, wenn er nicht dort oben sitzt, er hat auch ein ganz normales Stimmrecht, so gesehen bin ich entweder Teil der Lösung oder Teil des Problems, je nach Sichtweise. Und ich appelliere an Sie, stellen wir uns gemeinsam diesen Aufgaben und sorgen dafür, dass der Tagesanzeiger in den nächsten Tagen und Wochen weniger Grund hat, über die Entschlussfreudigkeit oder Unfreudigkeit der Stadtverordneten Kommentare zu schreiben. Vielen Dank. Ich rufe dann auf den Tagesordnungspunkt Nummer 2, Bericht des Magistrates. Dieser liegt Ihnen schriftlich vor. Gibt es hierzu aus Ihren Reihen Fragen? Das ist nicht der Fall. Herr Krause, was fehlt? Nee, was fehlt? Die Uhr. Weil wir kommen zu den Anfragen, Top 3, und dafür sind maximal 30 Minuten vorgesehen. Und da wir sehr viele Anfragen heute Abend haben, müssen wir die Uhr benutzen.
rufe dann auf die Anfrage Nummer 54 der Fraktion Bündnis 90 Grüne zur Personalsituation im Elementarbereich. Eine schriftliche Antwort aus. Anfrage Nummer 56 der SPD-Fraktion, Unterschriftsaktion gegen die Grundsteuererhöhung. Herr Spät. Herr Vorsteher, meine Damen und Herren, die SPD stellt im Zusammenhang mit der Unterschriftenaktion gegen die Grundsteueraktion mit dem entsprechenden Zusammenhang der Einladung dieser Bürger zur Veranstaltung des Auftaktes des Bürgerhaushalts folgende Fragen. Erstens, auf welcher Rechtsgrundlage wurden diese Adressen für diesen Zweck verwendet? Zweitens, sind diese Daten weiterhin gespeichert und in welchem Kontext und Zusammenhang? Drittens, plant der Magistrat diese Daten für den Fall der Speicherung weiterhin zu nutzen und zu welchen Zwecken? Und viertens, ist dies mit dem Datenschutzbeauftragten abgestimmt und ist dies im Einklang mit dem Bundesdatenschutzgesetz? Herr Stadtfondsvorsteher, sehr geehrter Herr Spät, die Anfrage wird wie folgt beantwortet nach der Rechtsgrundlage. Das ist § 66 Absatz 2 der HGO. Zu 2, die Unterschriftenlisten liegen im Rathaus vor, stofflich. Sie sind nicht gespeichert in einer EDV-Anlage. Zu 3 wird Nein geantwortet. Zu 4, eine Befragung des örtlichen Datenschutzbeauftragten ist nicht erfolgt, da er nicht da war, sondern im Urlaub war. Die Daten sind jedoch nicht an anderer Stelle innerhalb und auch nicht außerhalb der Stadtverwaltung weitergeleitet worden. Und die Anschreiben waren alle anlassbezogen, nämlich um das Thema ging es, finanzielle Zukunft unserer Stadt, sodass unserer Auffassung nach kein Verstoß gegen das Datenschutzrecht vorliegt. Dankeschön. Anfrage Nummer 57 der SPD-Fraktion, Duschen in der Maintalhalle und den Bürgerhäusern. Frau Gutberg. Herr Stadtverordnetenvorsteher, meine sehr geehrten Damen und Herren, wir stellen folgende Anfrage. Vom 15.05.2012 bis 15.09.2012 ist die Warmwasserversorgung in der Maintalhalle und in den Bürgerhäusern abgeschaltet. Wir möchten dazu gerne wissen, wie wurde diese Maßnahme von den Vereinen aufgenommen? Wie hoch sind die Einsparungen, die hierdurch erzielt worden sind? Was versteht der Magistrat unter leitungswarmes Duschen? Und letztens, welche Auswirkungen hat die Einstellung des Warmwasserversorgung auf die Hygiene? Ist diese Maßnahme im Einklang mit möglichen Hygienevorschriften zu bringen? Danke. Herr Sachtlieber. Frau Gutballett, meine Damen und Herren. Das Abstellen der warmen Wasserversorgung wird bereits seit Jahren durch den Mai-Kinzig-Kreis in den Turnhallen und Häusern praktiziert. Das ist also eine nicht unbekannte Regelung für die Vereine. Wir haben diese Regelung für die Maintalhalle und die Bürgerhäuser erstmals 2011 übernommen. Den Nutzern der Maintalhalle und den Bürgerhäusern ist diese Sommerregelung bekannt. Wir haben natürlich vorher darüber informiert. Deshalb halten sich diesbezügliche Rückfragen in Grenzen. Für die laufende Periode, Sommerperiode, hatten wir eine einzige Rückfrage. Die Zielrichtung unserer Maßnahme wurde von den Vereinen verstanden und wir beobachten auch eine hohe Akzeptanz. Erhebungen über die Einsparungen wurden nicht durchgeführt. Tatsache ist aber, dass das Wasser nicht mehr aufgeheizt werden muss in den Sommermonaten. Natürlich die komplette Heizungsanlage runtergefahren werden kann und sämtliche Pumpen abgestellt werden können, sodass offensichtlich ist, dass es sich Einsparungen ergeben. Wir haben sie aber nicht separat gemessen. Zu der Frage, was ist unter dem Begriff leitungswarm zu verstehen, das hört sich natürlich sehr hübsch an, aber da ist schlicht und einfach kaltes Wasser drunter zu verstehen, also die Temperatur, die die Leitung auch hat, kalt duschen. Und zu Ihrer letzten Frage hinsichtlich der Hygienevorschriften, da haben wir im Wasserbereich, Trinkwasserbereich, nur die Vorschriften zum Thema Legionellenschutz. Und da geht es im Wesentlichen darum, dass die optimalen Lebensbedingungen für Legionellen im Temperaturbereich zwischen 30 und 45 Grad liegt. Da das Wasser in den Sommermonaten mit einer Temperatur von unter 30 Grad Celsius aus den Zapfstellen kommt, ist ein Befall mit Legionellen ausgeschlossen. Darüber hinaus wird in der Maintalhalle auch noch regelmäßig geprobt.
Dankeschön. Anfrage Nummer 58 der SPD-Fraktion zu den städtischen Gebäuden. War schriftlich. Die Anfrage Nummer 59 der SPD-Fraktion zum Trainingsplatz des FSV Bischofsheim. Herr Wassermann. Herr Stadtverordneter, verstehe, meine Damen und Herren. Die SPD fragt an. Jetzt habe ich mich selbst erschossen. Den Trainingsplatz FSV Bischofsheim. Da ist ein riesengroßes Loch. Die Jugend kann wegen großer Löcher im Boden erhebliche Anzahl von Steinen im Belag für den Trainings- und Spielbetrieb der jüngeren Mannschaften aus Sicherheitsgründen nicht nutzen. Dadurch kommt es zu einer erheblichen Mehrbelastung des Kunststoffrasenplatzes bei trotzdem nicht vernünftigen Trainingsbedingungen. Erstens, ist es möglich, noch in diesem Herbst ca. 2 Kubikmeter Muttererde ohne Steine, Rasensamen zum Einsehen sowie eine Walze dem Verein zur Verfügung zu stellen? Zweitens, die entsprechenden Arbeiten würden durch den Verein selbst erledigt. Vielen Dank. Herr Rocher. Herr Stadtverordnetenvorsteher, Herr Wassermann, die Antwort lautet ja. Die Anfrage Nummer 60 der SPD-Fraktion Hallenbadschließung Maintalbad. Frau Gutberg. Herr Stadtverordnetenvorsteher, meine sehr geehrten Damen und Herren, zum Sachverhalt. Zum zweiten Mal wurde das Hallenbad in diesem Jahr in der Sommersaison für 10 Wochen geschlossen. Dadurch sollen Einsparungen im Bereich des Maintalbades erzielt werden. Wir würden gerne wissen, zum einen, wie hoch waren beziehungsweise sind die Einsparungen in 2011 und 2012 für diese Maßnahme? Zweitens, wie hat sich für den Schließungszeitraum die Besucherzahl in 2011 und 2012 gegenüber 2010 entwickelt? Drittens, wie genau setzen sich die Einsparungen zusammen, zum Beispiel Energiekosten, Personalkosten, Reinigung und so weiter und so fort? Welche Mindereinnahmen wurden dadurch erzielt, sollten die Besucherzahlen in 2011 und oder 2012 rückläufig gewesen sein im Vergleich zu 2010? Und welche Rückmeldung gibt es von Seiten der Nutzer zu dieser Sommerschließung? Und ich ergänze gleich noch, ich habe mehrmals in diesem Text formuliert das Jahr 2010. Man hat im Vergleich das Jahr 2008 genommen. Ich wüsste gerne, warum. Herr Stadtverordnetenvorsteher, sehr geehrte Frau Gutberlet, die Anfrage kann nur im Vergleich zum Jahr 2008 beantwortet werden, da in 2009 die Freibadtechnik neu errichtet wurde und das Freibad in den Sommer hinein geschlossen war. Und 2010 war das Hallenbad das erste Mal geschlossen, allerdings war dort das Wasser noch drin verblieben. In diesem Jahr haben wir erstmals auch das komplette Wasser aus dem Hallenbad rausgelassen. Also insofern vergleichen wir momentan unterschiedliche Sachverhalte. Deswegen die Antwort, die Bezugnahme auf 2008, weil das letzte Jahr des vollständigen Betriebs von Hallen und Freibad war. Auf dieser Basis jetzt gerechnet hatten wir im Vergleichsjahr 2008 Ausgaben in Höhe von 78.000 Euro. Für 2011 und für 2012 belaufen sich die Zahlen auf nur noch 41 bzw. 45.000 Euro. Die Zahl der Badegäste, auch wieder 2011 und 2012 gegenüber 2008. Im Jahr 2008 hatten wir rund 42.000 Badegäste, 2011 hatten wir 26.000 weniger und 2012 waren es bislang rund 12.000 weniger. Nee, im Verhältnis immer zur Basiszahl, ja. Wie genau setzen sich die Einsparungen zusammen? Ich habe dann hier gibt es eine Liste, die sich beziehen auf die immer wiederum auf das Jahr 2008. Hier Fremdreinigung, Energie. Energie haben wir rund 64% eingespart, bei Fremdreinigung 16, bei Personal 21 und im Jahr 2012 haben wir 53% Energie, Fremdreinigung 17% und Personal
10%. Das hängt aber auch im Wesentlichen zusammen mit den schlechten Sommern, die wir hatten und dadurch relativ wenig zusätzliches Personal benötigt haben, leider. Und will auch gleich noch mal was sagen, wenn ich schon die Gelegenheit habe, zum Schwimmbad hier was zu sagen. Jeder fragt natürlich, warum ist heute und morgen das Maintalbad, das Freibad zu? Ich will es Ihnen erklären. Also zunächst plant man ja mal und macht langfristige Personalplanungen. Und zum anderen, das war heute Nacht nicht der Fall, aber in den letzten beiden Wochen, wissen Sie, wenn Sie morgens früh aufgestanden sind, da so gegen 6, 7 das Thermometer zwischen 6 und 7 Grad lag. Und da können Sie sich vielleicht annähernd vorstellen, wie viel Energie durch das Wasser in die Umwelt gegangen ist. Und das hat zusätzlich wahnsinnig höhere Energiekosten benötigt, um die Wassertemperatur zu halten. Das muss man sich auch dabei immer überlegen, Ertrag und Nutzen. Ich will es hier nochmal deutlich machen, das ist natürlich auch gegenüber der Öffentlichkeit, die denkt halt nicht an diese Fakten, nochmal deutlich machen. Ja, dann die vierte Frage war, welche Mindereinnahmen wurden dadurch erzielt, dass die geringer ausgefallen sind? Im Vergleichsjahr 2008 hatten wir 56.000 Euro Einnahmen durch Eintrittsgelder, 2011 waren es 14.000 weniger und 2012 15.000 weniger. Welche Rückmeldungen gibt es von Seiten der Nutzer zur Sommerschließung? Wenn schlechtes Wetter ist, wird natürlich häufig das Bedauern der geschlossenen Halle geäußert. Sobald das Wetter sommerliche Temperaturen hat, interessiert keinen mehr die Schwimmhalle. Ja, das ist, da wird es dann als logisch dargestellt. Meine sehr verehrten Damen und Herren, wenn wir eine Arbeitsgruppe Wetterprophetie einrichten können, die dann aber auch verbindliche Festlegungen trifft, wäre ein bisschen einfacher. Das als spaßhafte Bemerkung, aber die Besucherzahlen im Maintalbad, insbesondere in Sommerzeiten, hängen schlichtweg von den Außentemperaturen ab. Und die können wir leider oder Gott sei Dank nicht beeinflussen. Vielen Dank. Anfrage Nummer 61 der SPD-Fraktion, privater Sicherheitsdienst in Maintal. Herr Mayer. Herr Stadtverordnetenvorsteher, meine sehr geehrten Damen und Herren, die SPD-Fraktion hat nachfolgende Anfrage gestellt. Es werden jährlich private Sicherheitsdienste mit einem Kostenvolumen von rund 75.000 Euro in Ergänzung zum städtischen Ordnungsdienst beauftragt. Erstens, wann und wo werden diese Sicherheitsdienste eingesetzt? Und zweitens, zu welchen Konditionen sind die Angestellten der Sicherheitsdienste beschäftigt? Herr Sachte. Herr Stadtverordnetenvorsteher, meine Damen und Herren, Herr Mayer, zur Anfrage 1. Es arbeiten zwei externe Sicherheitskräfte einer externen Sicherheitsfirma grundsätzlich an folgenden Tagen bei uns, und zwar mittwochs von 18 bis 24 Uhr, Donnerstag auch von 18 bis 24 Uhr, Freitag von 16.30 Uhr bis 2 Uhr, samstags von 15.30 Uhr bis 2 Uhr und Sonntag und feiertags von 13.30 Uhr bis 22 Uhr. Der Überwachungsauftrag erstreckt sich auf das gesamte Stadtgebiet, wobei folgende Schwerpunkte zu überwachen sind: Schulen, öffentliche Plätze und Grünflächen, Bahnhöfe, Friedhöfe und die Feldflur. Der Sicherheitsdienst gewährleistet für uns einen geregelten Spät- und Abenddienst sowie einen Wochenenddienst in der Zeit von April bis Dezember. Weiterhin werden diese Sicherheitskräfte bei Großveranstaltungen eingesetzt, wie zum Beispiel Ironman, Straßenfest Bischofsheim, Weihnachtsmarkt, Hochstadt. Zur Anfrage 2. Pro Arbeitsstunde werden an den Sicherheitsdienst 20 Euro inklusive Umsatzsteuer in Rechnung gestellt. Herr Mayer, eine Nachfrage? Vielen Dank, Herr Sachtleber, für die Beantwortung der Frage. Zu 2 haben wir noch eine Nachfrage. Es werden an die Sicherheitsdienste 20 Euro zuzüglich Umsatzsteuer gezahlt. Wenn Sie da die 19% abziehen, dann sind Sie bei um die 16,80 Euro, wenn wir richtig gerechnet haben. Dann bekommt der Arbeitgeber, also die Firma, nochmal um die 5 Euro. Dann sind wir bei 11,80 Euro und dann haben wir die Arbeitgeberkosten von um die 47%, sodass der Angestellte im Sicherheitsdienst weniger als 8 Euro die Stunde verdient. Ich hätte gern das von Ihnen gern bestätigt und eine Einschätzung des Magistrats in Anbetracht der Diskussion, die wir immer wieder führen über Einführung eines Mindestlohns, wie denn der Magistrat eine solche Bezahlung für Menschen, die in diesem wichtigen Bereich für die Bürgerinnen und Bürger tätig sind, bewertet. Danke. Herr Mayer, ich kann Ihnen das nicht bestätigen, weil wir diese Rechnung gar nicht angestellt haben. Wir haben einen privaten Sicherheitsdienst beauftragt mit einem
Stundenhonorar von 20 Euro inklusive Mehrwertsteuer und haben keine Einzelbeauftragung irgendeines Arbeitnehmers oder irgendeinen Arbeitnehmervertrag. Insofern weiß ich nicht, wie hoch der Lohn der einzelnen Mitarbeiter der Firma Meusel ist. Frau Vogel, die zweite Nachfrage. Ja, darf ich da nochmal nachfragen? Der Stadtverordnetenbeschluss ist meine Erinnerung damals gefällt worden, dass wir nur solche Firmen beauftragten, die Tarif zahlen. Das war der Stadtverordnetenbeschluss. Ich gehe davon aus, dass der Tarifvertrag auch für die Firma Meuser gilt. Insofern, wie viel das im Einzelnen ausmacht, weiß ich nicht, aber der Tarifvertrag muss gelten. Herr Wassermann, sind nur zwei Nachfragen nach unserer Ergebung vorgesehen. Anfrage Nummer 62, drittes Kleeblatt in Maintal, eine Anfrage der SPD-Fraktion, Frau Kölner. Sehr geehrter Stadtverordnetenvorsteher, sehr geehrte Damen und Herren, eine Anfrage, die die Bürgerschaft brennend interessiert. Die SPD fragt an, wann rechnet der Magistrat mit dem Bau eines dritten Kleeblattes in Maintal? Zweitens, liegen dem Magistrat Erkenntnisse vor, dass eine Finanzierung des Baus durch das Deutsche Rote Kreuz zum gegenwärtigen Zeitpunkt unter anderem aufgrund einer möglichen Nichtgenehmigung von Fördergeldern des Landes Hessen fragwürdig ist. Herr Sachleber, bitte. Na ja, Stadtverordnetenvorsteher, Frau Kölner, meine Damen und Herren, wir rechnen mit dem Bau des Kleeblatts für Frühjahr 2013. Das DRK hat in der letzten Woche die Durchführung und die Finanzierung beschlossen. Es gibt also jetzt von allen Gremien die Zustimmung. Und die Fördermittel stehen nach wie vor aus dem Ministerium zur Verfügung. Anfrage Nummer 63 der SPD-Fraktion zum Schießstand in der Maintalhalle. Schriftliche Beantwortung reicht aus. Anfrage Nummer 64 der SPD-Fraktion, aktueller Sachstand zur nordmainischen S-Bahn. Herr Mayer. Herr Stadtverordnetenvorsteher, sehr geehrte Damen und Herren, alle Jahre wieder und jetzt neu, die Deutsche Bahn sucht ja einen Bauingenieur für die nordmainische S-Bahn. Insofern unsere Frage, liegen Ihnen, dem Magistrat, neue Erkenntnisse hinsichtlich der weiteren Entwicklung des Baus der nordmainischen S-Bahn vor? Und zweitens, plant der Magistrat weitere Aktivitäten, um für einen schnellen Bau der nordmainischen S-Bahn zu werben? Dankeschön. Herr Sachleber. Herr Stadtverordnetenvorsteher, Herr Mayer, meine Damen und Herren, dem Magistrat liegen keine grundsätzlich neuen Erkenntnisse vor. Wir haben ja schon mehrfach über den Stand berichtet, eigentlich, wie Sie schon sagen, so alle halbe, dreiviertel Jahr. Die Planfeststellungsunterlagen für unseren Abschnitt Maintal, es gibt ja drei Abschnitte, Hanau, Maintal, Frankfurt, für Maintal sind fertiggestellt und liegen beim Eisenbahnbundesamt zur Durchführung des Planfeststellungsverfahrens. Im Übrigen der erste Abschnitt, der dort vorliegt, vollständig. Allerdings ist die Finanzierung der Gesamtmaßnahme noch in Frage gestellt, da Kosten in Höhe von ca. 65 Millionen Euro nicht über das GVFG-Programm abgedeckt werden können. Hier hat das Land beim Bund eine Mitfinanzierung aus dem Bundesverkehrswegeplan beantragt, da die nordmainische S-Bahn nicht nur zu einer Verbesserung des Personennahverkehrs führt, sondern auch zur Entlastung der bisherigen Gleise und dort zu einer Kapazitätssteigerung für den Fern- und Güterverkehr beiträgt. Dies wird zurzeit im Koordinierungsrat Frankfurt-Rhein-Main Plus verhandelt. Eine entsprechende Untersuchung soll die Entflechtungswirkung für den Knotenpunkt Frankfurt-Rhein-Main und dessen monetären Nutzen als Entscheidungsgrundlage herausarbeiten. Zur Frage 2. Die Stadt Maintal ist nicht Aufgabenträger des Nahverkehrs. Hier ist der Main-Kinzig-Kreis für uns zuständig, neben der Stadt Frankfurt und der Stadt Hanau. Der Main-Kinzig-Kreis vertritt auch die Interessen des Kreises und der Stadt Maintal im Rahmen des genannten Koordinierungsrates Frankfurt-Rhein-Main-Plus. Und dort ist der Herr Dr. Kawai zudem auch noch als stellvertretender Aufsichtsratsvorsitzender des RMV dort vertreten.
Herr Dr. Kawai setzt sich intensiv für die Weiterführung der Planung und des Baus der nordmainischen S-Bahn auf allen Ebenen, sowohl im RMV, dem Land Hessen und in verschiedenen Gesprächen auf der Ebene des Bundesverkehrsministeriums ein. Und das war ja auch mehrfach in der Zeitung zu lesen, ist da auch aktiv. Wir, wie gesagt, sind nicht Aufgabenträger und haben keine unmittelbare Einflussnahme. Vielen Dank. Anfrage Nummer 65 der SPD-Fraktion zum Lohmarkt in Geschossheim. Herr Speth. Herr Vorsteher, meine Damen und Herren, wir bitten um die Beantwortung folgender Fragen im Zusammenhang mit dem Flohmarkt in Bischofsheim, der laut Plakatankündigung jetzt nicht mehr stattfindet am Festplatz, sondern stattfindet am Parkplatz hinter dem Bürgerhaus. Der neu erstellte Parkplatz, wer sich genau weiß, direkt hier unten, neben dem Kinder- und Jugendhaus. Er soll dort regelmäßig stattfinden, laut Plakat, und er findet auch regelmäßig bisher statt. Unsere Fragen dazu: Muss in diesen Zeiten die gesamte Zufahrt ab dem Dörnigheimer Weg gesperrt werden? Diese Sperrung hindert Bürger erheblich an der Parkplatzsuche vor dem Einkauf beim Vollversorger Rewe und schadet damit auf Dauer der innerstädtischen Infrastruktur. Zweitens, wie bewertet der Magistrat grundsätzlich die Parkplatzsituation in diesem Gebiet, insbesondere für die Besucher des Flohmarktes? Herr Stadtverordnetenvorsteher, Herr Speth, meine Damen und Herren, eine Sperrung der Zufahrt zum Dörnigheimer Weg ist natürlich nicht erforderlich und soll auch nicht erfolgen. Da gab es wohl beim ersten Flohmarkt Missverständnisse, weil da die Ordner den Parkraumsuchverkehr ein bisschen eingeordnet und zugeordnet haben. Das haben wir aber mit dem Betreiber geklärt. Also die Zufahrt bleibt natürlich offen, weil sie ist auch die Zufahrt für alle Parkplätze, die es hier ums Kinder- und Jugendhaus dann noch gibt. Da es diese Parkplätze auch noch gibt und auch am Samstagmorgen in der Regel frei sind, ist die Parkplatzsituation allgemein als ausreichend zu bewerten. Herr Stadtverordnetenvorsteher, meine sehr geehrten Damen und Herren, Herr Sachtleber, dazu vielleicht eine Information an Sie. Es ist ja allgemein in diesem Haus bekannt, dass ich nicht so ganz weit davon weg wohne. Und am letzten Samstag standen also wieder Ordnungshüter oder Ordnungskräfte dort vorne, die diese Straße abgesperrt haben. Vielleicht sollte man das nochmal klären. Hinweis aufgenommen. Und dann kommen wir zur letzten Anfrage für heute Abend, und das schaffen wir in der Zeit hervorragend. Nummer 66 der SPD-Fraktion zum Thema Gewerbegebiet Maintal. Herr Mayer. Sehr geehrte Damen und Herren, Herr Stadtverordnetenvorsteher, wir haben eine Anfrage zum Thema Gewerbegebiete in Maintal gestellt. Erstens, wie bewertet der Magistrat den aktuellen optischen Zustand der Maintaler Gewerbegebiete? Zweitens, sieht der Magistrat eine Notwendigkeit, eine Aufwertung der Gewerbegebiete vorzunehmen? Wenn ja, wann und mit welchem Kostenaufwand? Und drittens, liegen dem Magistrat Wünsche, Anliegen, Beschwerden, Anregungen und Ähnliches seitens der ansässigen Unternehmer vor? Herr Robach. Herr Stadtverordnetenvorsteher, sehr geehrter Herr Mayer, meine sehr verehrten Damen und Herren, der Zustand der drei Maintaler Gewerbegebiete ist unterschiedlich. Wir haben einen relativ neuen Bestand im Gewerbegebiet Ost in Dörnigheim, das Gewerbegebiet Mitte, aber insbesondere das Gewerbegebiet West in Bischofsheim ist aus den 50er, 60er Jahren in Teilweisen und befindet sich auch sichtbar im strukturellen Wandel. Die Frage 2, die Lösungsansätze für solche Gebiete, ich spreche jetzt also schwerpunktmäßig von dem Bereich Bischofsheim, kann nur im gemeinsamen Dialog mit allen Akteuren, sprich den Grundstückseigentümern, den Mietern, Pächtern und sonstigen Interessenten vor Ort erfolgen. Aus diesem Prozess können sich zum Beispiel dann auch ergeben, dass öffentliche Investitionen wie zum Beispiel im Straßenraum erforderlich werden. Das ist bei der Gutenbergstraße sicherlich in den nächsten Jahren notwendig. Allerdings möchten wir hier mit der Grundsanierung der Gutenbergstraße warten, bis die Anbindung an den Roten Graben, also die Wilhelmsbader Straße im Ortsteil in Stadt Frankfurt, ermöglicht, um einfach den
die Zufahrt zu dem Gewerbegebiet etwas zu erleichtern und durch Baumaßnahmen nicht noch zusätzlich zu behindern. Dieses Gebiet, wie gesagt, befindet sich im großen strukturellen Wandel. Es macht einen ungeordneten Gesamteindruck und schreckt sicherlich auch die eine oder andere Firma ab. Wir wollen hier auf ein Pilotprojekt des Regionalverbandes Rückgriff nehmen, das sich mit der Innenentwicklung von älteren Gewerbegebieten befasst. Aufgrund dieser Erfahrung, die beim Planungsverband gemacht worden, wollen wir auch diesen Prozess in Maintal übernehmen, ist auch Teil des Wirtschaftskonzeptes der Wirtschaftsförderung. Liegen dem Magistrat Wünsche, Anliegen und so weiter vor? Unternehmen sind grundsätzlich zufrieden mit den Gewerbegebieten in Maintal. Besonders gut geschätzt werden die guten Verkehrs-Autobahnanbindungen. Verbesserungsbedarf, wie gesagt, im Bereich Gutenbergstraße und im Gewerbegebiet Mitte mit der DSL-Versorgung. Ansonsten sind die Unternehmen sehr zufrieden. Näheres werden wir dann mitteilen können, wenn die derzeit laufende Unternehmerbefragung ausgewertet ist. Da war ja eine Nachfrage. Herr Stadtverordnetenvorsteher, sehr geehrter Herr Bürgermeister, herzlichen Dank für die Beantwortung. Ich habe noch zu Punkt 2 eine Nachfrage. Sie schreiben ja richtigerweise, dass das in einem Dialogprozess mit den ansässigen Unternehmern und so weiter eine Verbesserung herbeigeführt werden soll. Sie schreiben dann im letzten Satz bei der Beantwortung, dass dieses Gespräch mit dem Planungsverband schon stattgefunden hat. Inwieweit finden denn unabhängig von der Befragung der Unternehmen die Gespräche statt? Ich freue mich natürlich sehr, dass unter Punkt 3 die Unternehmen alle glücklich und zufrieden sind. Ich kann mir das sehr schwer vorstellen, weil es doch immer wieder mal Punkte gibt, wo sich die Unternehmen nicht allzu positiv dazu äußern. Vielleicht könnten Sie da was dazu sagen, wie denn Ihre Planung ist, diesen Dialogprozess mit den Unternehmen und den betroffenen ansässigen Bürgerinnen und Bürgern zu starten, damit gegebenenfalls Verbesserungen vorgenommen werden können. Sehr geehrter Herr Mayer, es ist, wie ich beantwortet habe, wir werden gemeinsam auf der Basis der Erfahrungen des Regionalverbandes alle Beteiligten in dem Bereich Gewerbegebiet West, jedenfalls in dem westlichen Teil davon einladen und gemeinsam dort nach Verbesserungsmöglichkeiten suchen. Wir werden keine von oben diktieren können, weil wir auch die Gestaltungsmöglichkeiten nicht haben, weil wir Grundstückseigentümer nicht zu bestimmten Maßnahmen zwingen können. Wir können allenfalls gemeinsam bereden, welche Unterstützungsmöglichkeiten erforderlich sind, um eine bessere Ausnutzung des Gewerbegebietes insgesamt zu erreichen, auch eine bessere bauliche Ausnutzung. Dort ist noch erhebliches Potenzial und da ist sicherlich auch das eine oder andere neu zu gestalten. Insbesondere, und dann kommen wir zum öffentlichen Teil, wird auch die Stadtverordnetenversammlung dann Mittel bereitstellen müssen für eine grundhafte Sanierung des Straßenraums, sprich der Gutenbergstraße. Und hier geht es nicht nur um die Oberfläche, sondern auch um den Kanal. Das wird eine größere Maßnahme im siebenstelligen Bereich. Das wird der wesentliche Anteil sein, den die Stadt Maintal erbringen muss. Die DSL-Versorgung in Maintal-West ist relativ in Ordnung, am besten ist er im Maintal Ost, Dörnigheim, weil dort auch der große Verteilerknoten sind. Dort sind 50 MB in der Umgebung. In Bischofsheim sitzt der Verteilerknoten da vorne. Da ist ein bisschen weiter, aber das Thema trifft insbesondere Mitte. Vielen Dank. So, das waren in 27 Minuten alle Anfragen, die wir dann für heute Abend abgearbeitet haben. Ich wurde noch einmal danach gefragt, wie es mit der Anwesenheit heute Abend aussieht. Ich sage Ihnen das auch deswegen, weil ich Sie für die Abstimmung heute Abend bitte, Ihre Hand nicht zu heben und gleich wieder runterzunehmen, sondern ein deutliches Handaufheben dort von sich zu geben, damit wir auch in der Lage sind, dieses ordnungsgemäß dort wahrzunehmen. Von der WAM-Fraktion sind heute Abend alle 5 Stadtverordnete anwesend, von der SPD-Fraktion 14 von 15, die GAM mit 2 Stadtverordneten, Bündnis 90 Grüne mit 4 von 5 heute Abend, die CDU-Fraktion mit 14 Stadtverordneten vollständig, die FDP mit 1 Stadtverordneten, Frau Spitz sich entschuldigt, und nicht anwesend die Stadtverordnete Schilling von den Reps und der Berücksichtigung der Mandatsniederlegung von Frau Nagel sind dieses unterm Strich 40 stimmberechtigte Mitglieder der Stadtverordnetenversammlung. Das heißt, wenn jede Stadtverordnete sich heute Abend mit Ja oder Nein an einer Abstimmung beteiligt, dann sind für eine Mehrheitsbildung
Verbindung 21 Stimmen mindestens notwendig. So, dann kommen wir zur Empfehlung für die Blockabstimmung. Das Präsidium schlägt Ihnen vor, den Tag für die Blockabstimmung, den Tagesordnungspunkt Nummer 4, Niederschrift über die Sitzung der Stadtverordnetenversammlung vom 25.06. Den Tagesordnungspunkt Nummer 5, Haushaltsgenehmigung 2012 in der Ausschussfassung, das heißt unter Berücksichtigung des dort diskutierten Antrags der FDP. Den Tagesordnungspunkt Nummer 8, städtebauliche Entwicklung in der Gemarkung Dörnigheim, Flur 20, hier Abschluss eines städtebaulichen Vertrages zur Erschließung des Gebietes Breitensteingelände an der Philipp-Reiß-Straße. Den Tagesordnungspunkt Nummer 10, Einbeziehung eines gemeinschaftlichen Wirtschaftsweges in der Gemarkung Hochstadt. Den Tagesordnungspunkt Nummer 15, Änderungssatzung zur Satzung der Stadt Maintal über die Gestaltung baulicher Anlagen in den historischen Ortskernen der Stadtteile Dörnigheim, Hochstadt und Wachenbuchen. Den Tagesordnungspunkt Nummer 16 in der Ausschussfassung, die dort lautet, die Beratung wird um eine Runde geschoben, Satzung über das Erheben von Verwaltungskosten. Den Tagesordnungspunkt Nummer 17, Satzung zur Änderung der Entwässerungssatzung. Den Tagesordnungspunkt Nummer 19, Kenntnisnahme und Empfehlung des Jahresabschlusses 2011 des Eigenbetriebes Betriebshof. Den Tagesordnungspunkt Nummer 20, Wirtschaftsförderungskonzept der Stadt Maintal, hier in der Ausschussfassung, das heißt die Beratung wird um eine Sitzungsrunde geschoben. Den Tagesordnungspunkt Nummer 22, Gründung einer Holdinggesellschaft. Ich rufe dann auf den Tagesordnungspunkt Nummer 6, Änderung des Bebauungsplans am Frauenstück in der Gemarkung Bischofsheim. Hier Aufstellungsbeschluss gemäß § 2 Absatz 1 Baugesetzbuch. Dieser Tagesordnungspunkt wurde federführend im Bauausschuss behandelt. Und der Herr Borger wird uns sicherlich sagen, wie dieser Ausschuss zu diesem Tagesordnungspunkt entschieden hat. Stadtverordnetenvorsteher, meine sehr verehrten Damen und Herren, der Ausschuss hat einstimmig Zustimmung gegeben. Dankeschön. Wird das Wort gewünscht, Herr Schäfer? Herr Stadtverordnetenvorsteher, meine Damen und Herren, die FDP-Fraktion hat beantragt, dass wir über das Thema heute noch mal kurz beraten und das nicht nur im Block still und leise abnicken. Nicht, weil wir inhaltlich etwas gegen diesen Bebauungsplan haben, der dort vorgestellt wird. Es geht inhaltlich darum, dass im Bereich am Frauenstück, dort wo das Kleeblatt ist, eine Erweiterung stattfinden soll, dahingehend, dass die evangelische Kirche ein Grundstück anders nutzen will, als es bisher im Bebauungsplan vorgesehen ist, nämlich auch für weiteres altersgerechtes Wohnen. Das finden wir im Prinzip gut und finden auch, dass die Entwicklung dort an der richtigen Stelle ist. Wir möchten aber darauf hinweisen,
und dieses in Worte eines Appells verpacken, dass wir ja mit der Kirche in der letzten Zeit doch einige Gespräche geführt haben in einem anderen größeren städtebaulichen Zusammenhang, damals als es um die Entwicklung des Geländes am Rathaus in Bischofsheim ging, wo ja auch viele Überlegungen waren, auch mit entsprechend vielleicht dort einer Verlagerung von Kircheneinrichtungen, die teilweise sehr konstruktiv gelaufen sind, aber am Ende dann doch bedauerlicherweise im Sande verlaufen sind. Wir als Stadtverordnete mit diesem Beschluss, von dem ich erwarte, dass er eigentlich einstimmig ergehen wird, werden hier wieder eine Vorleistung gegenüber der Stadt, gegenüber der Kirche einsetzen. Unsere Hoffnung ist, dass die Kirche dieses so zur Kenntnis nimmt und wenn jetzt demnächst wieder einige Diskussionen anstehen und da wird es ja, wenn nach meinem Kenntnisstand rund auch wieder um das Gelände Rathaus einige Diskussionen geben müssen, die Kirche sich da bitte mal daran erinnert, wie die Stadtverordnetenversammlung hier wohlwollend mit der Kirche umgegangen ist und wir erhoffen uns und wünschen uns, dass die Kirche zukünftig auch ein entsprechendes Wohlwollen der Stadt gegenüber zu erkennen gibt, sodass hier wirklich mal auch ein Geben und Nehmen zwischen zwei wichtigen Institutionen unserer Gesellschaft stattfindet. Dieses war uns wichtig, dieses nochmal öffentlich und deutlich zu adressieren. Ansonsten, wie gesagt, Zustimmung zu dieser Vorlage. Dankeschön. Wird weiter das Wort gewünscht, Frau Kölner. Herr Vorsteher, meine sehr geehrten Damen und Herren, den Worten vom Herrn Schäfer ist eigentlich nichts weiter hinzuzufügen, als dass wir feststellen, dass die Kirche lernfähig ist und das möchte sie auch bitte in der Zukunft dokumentieren und beibehalten. Sie muss ja selbst ertragen, wenn sie aus der Kirche geht, gegenüber dieses Baugebiet, was im Moment erstellt wird, das muss sie ja selbst ertragen. Wäre sie seinerzeit nicht so zugeknöpft gewesen, hätte man anderes gestalten können. Das musste ich auch mal hier sagen. Dankeschön. Wird weiter das Wort gewünscht? Das ist nicht der Fall. Dann lasse ich über diese Vorlage abstimmen. Wer der Vorlage seine Zustimmung geben möchte, bitte ich um das Handzeichen. Gegenstimmen? Enthaltungen, so einstimmig beschlossen. Ich rufe dann auf den Tagesordnungspunkt Nummer 7, Bebauungsplan, Gewerbegebiet Dörnigheim-Ost, Gemarkung Dörnigheim, erstens Kenntnisnahme der eingegangenen Stellungnahmen im Rahmen der frühzeitigen Beteiligung der Behörden und der Öffentlichkeit. Zweitens Beschluss über die Stellungnahmen. Hierzu liegen Ihnen vor ein Änderungsantrag der WAMP-Fraktion. Ein Änderungsantrag der SPD-Fraktion. Dann frage ich zu beide. Änderungsanträge waren nicht Gegenstand der Beratung im Bauausschuss, frage aber trotzdem Herrn Borger zunächst nach dem Votum des Bauausschusses zu der ursprünglichen Magistratsvorlage. Herr Vorsteher, meine sehr verehrten Damen und Herren, im Ausschuss wurde der mündliche Antrag des Stadtverordneten Wolf mit 1:6:1 abgelehnt. Der Zusatz Nummer 5 in der Beschlussvorlage wurde mit 7:1:0 aufgenommen und die Vorlage insgesamt mit 7:1:0 beschlossen. Dankeschön. Herr Schuschko, Sie begründen den Änderungsantrag der WAMP? Nein, Herr Wolf, bitte. Entschuldigung. Herr Stadtverordnetenvorsteher, sehr geehrte Damen und Herren, zunächst einmal möchte ich darauf eingehen, dass die WAMM einen Antrag auf Schieben gestellt hatte. Es waren Unterlagen über 100 Seiten, die sehr detailliert waren. Es sind, wie eben aufgeführt wurde, Punkt 5 noch Fehler da in dem Plan drin, die nicht korrigiert wurden. Dieser Antrag wurde abgelehnt. Man möchte hier blanko drüber hinweggehen, ruckzuck die Sache durchpeitschen. Das bedauere ich sehr und ich würde mir sehr wünschen, dass das in Zukunft nicht mehr so passiert, wie es bisher auch Usus war. Nun zur Antragsbegründung.
in diesem Bebauungsplan wird, wie wir im Ausschuss schon häufig darüber gesprochen haben, der sogenannte Rotlicht- und Vergnügungsbereich ausgespart. In Deutschland ist seit 2001 ein von Rot-Grün verabschiedete Reform des Prostitutionsgesetzes in Kraft, das es einem jeden ermöglicht, sogenannte Modellwohnungen auch in Wohngebieten zu machen. Aber mein Teil leistet es sich, diese Gebiete aus den Gewerbegebieten auszuschließen. Ich bedauere das sehr, ebenso Diskotheken damit gleichzusetzen. Das Gewerbegebiet bietet sich geradezu an, aus Sicht verkehrsgünstige Lage, dort entsprechende Bereiche, die weit weg von der Wohnbebauung sind, unterzubringen. Es wurde angeführt, dass dies den Gewerbebereich dort stören würde. Ich frage Sie, wie sieht es aus, wenn sich diese Gewerbesachen in den neuen Gewerbegebieten am Weides oder auf dem Höhlen niederlassen würde? Ich bitte daher um Aufnahme und Zustimmung und den Antrag der WAM. Vielen Dank. Dankeschön. Wer begründet den Änderungsantrag der SPD-Fraktion? Frau Habib-Salim. Sehr geehrter Herr Stadtverordnetenvorsteher, meine sehr geehrten Damen und Herren, erstmal entschuldigen Sie bitte, dass der Antrag zweimal rumgeht, und vielen Dank an Herrn Sachtleber, der mich darauf hingewiesen hat, dass ich da einen kleinen Fehler drin hatte. Es geht eigentlich uns nur um einen Punkt, nämlich den Punkt der Diskotheken. Wir sind nämlich da schon der Meinung, dass es jetzt nicht eine Vergnügungsstätte ist, wie wir das sonst hier in diesem Parlament diskutiert haben, dass man da schon den Bau und Betrieb dieser Einrichtung erlauben sollte, schon im Hinblick auf unsere Jugend. Also wir sehen da einfach keine Gefährdung, in einem Gewerbegebiet eine Diskothek einzurichten, und deswegen bitten wir Sie, eben genau diesen Punkt in der textlichen Festsetzung, ich denke, das müsste jetzt jedem vorliegen, dort mit aufzunehmen, dass eben der Bau und Betrieb von Diskotheken hiervon ausgeschlossen ist. Wenn Sie diesen Text sehen, dann macht es auch an der Stelle Sinn, und ich würde Sie bitten, dem zuzustimmen. Vielen Dank. Dankeschön. Als kleiner Hinweis für Sie, der Magistrat muss heute Abend klopfen, weil irgendwie uns die Magistratsklinik abhanden gekommen ist. Herr Sachtleber. Gleich applaudieren. Herr Stadtverordnetenvorsteher, meine Damen und Herren, wir haben lange über das Thema Vergnügungsstätten im Gewerbegebiet diskutiert. Auch im Ausschuss haben wir lange darüber diskutiert, und wir hatten auch eine Anfrage dazu gehabt, die wir beantwortet haben, um die Dimension mal darzustellen zu dem Thema. Erstmal möchte ich mal grundsätzlich sagen, wenn wir bordellartige Vergnügungsstätten im Gewerbegebiet ausschließen, wären sie nicht zwangsläufig deswegen im Wohngebiet zulässig. Dort sind sie per Gesetz ausgeschlossen, also dürfen dort nicht stattfinden. Das heißt, wir machen keinen Verdrängungseffekt in die Wohngebiete, sondern wir wollen einfach eine Einschränkung innerhalb des Stadtgebietes haben und natürlich eben auch in den Gewerbegebieten. Und Tatsache ist es, im Rahmen des Vertriebes, auch unserer eigenen Grundstücke, haben wir mehrfach Gewerbetreibende, die sich für ein Grundstück interessiert haben, wieder verabschieden müssen, weil diese nicht neben modellartigen Betrieben oder neben Modellen ihren Gewerbebetrieb einrichten wollten. Außerdem liegen uns Beschwerden von Nachbarbetrieben vor, gegen die Betriebe, die wir jetzt schon dort haben. Zwei bordellartige Betriebe haben wir bereits im Gewerbegebiet Dörnigheim Ost, und wir sind der Auffassung, das reicht an dieser Stelle. Wir sind ja auch nicht von ungefähr auch jetzt auf diesen Punkt gekommen, denn es gibt weitere Anträge, die wir damit verhindert haben. Aber wenn wir das nicht getan hätten, wenn wir diesen Bebauungsplanänderung nicht beschlossen hätten, hätten wir keine Handhabe gehabt, und dann hätten wir schon einen dritten, aber größeren bordellartigen Betrieb im Gewerbegebiet Dörnigheim-Ost, und das ist auf keinen Fall das, was wir wollen. Zum Thema Diskotheken muss ich sagen, das war nicht der Schwerpunkt unserer Zielsetzung bei dieser Festlegung. Das liegt natürlich schwerpunktmäßig auf Vergnügungsstätten, wie ich sie gerade beschrieben habe. Diskotheken gehört zwar per se, per Definition eben dazu. Ich gebe aber zu, im Stadtleitbildprozess haben wir das Thema auch gehabt, da gab es sogar die Forderung nach Diskotheken, also insofern macht das vielleicht durchaus Sinn, das da nochmal rauszunehmen aus dieser Festsetzung. Dankeschön. Wird weiter das Wort gewünscht? Frau Vogel. Herr
Herr Stadtverordnetenvorsteher, sehr geehrte Damen und Herren, ich fange mal hessisch an. Als ich diesen Änderungsantrag las, habe ich vorhin gedacht, jetzt falle ich aber vom Glauben ab. Die Diskussion hatten wir ja schon mal. Herr Schuschkow hat in der damaligen Sitzung gesagt, wenn ich das nicht hören wollte, was er sagen soll, ich den Saal verlassen. Ich habe ihn nicht verlassen, bevor ich dazu heute bitte aufgefordert werde, nehme ich als erstes einen Auftrag wahr. Ich bin Mitglied des Frauenbeirats der Stadt Maintal und als Stadtverordnete habe ich in der damaligen Sitzung, es war ja im Frühjahr, berichtet und der Frauenbeirat hat einstimmig beschlossen und mich damals beauftragt, wenn dieses nochmal auf die Tagesordnung kommt, eindeutig zu sagen, dass ein solches Vergnügungsstätten von Bordellen und Animierbetriebe hier nicht gewünscht wird. Wir haben 2006, wer sich daran noch erinnert, im Rahmen der Fußball-Weltmeisterschaft hier eine Ausstellung vom Frauenbeirat der Stadt Maintal gehabt, wo wir darauf aufmerksam gemacht haben, wie Prostitution hier in Deutschland stattfindet. Die findet nämlich so statt, dass Frauen ausgebeutet werden, dass Osteuropäerinnen geholt werden, dass das sowas von frauenfeindlich und menschenverachtend ist. Und sowas will die WAM hier in Maintal noch herholen. Da kann ich nur sagen, nein, danke und nicht mit uns. Herr Schuschko. Herr Stadtverordnetenvorsteher, meine sehr geehrten Damen und Herren, ich möchte mich erstmal gegen den Vorwurf verwehren, dass die WAM hier Prostitutionsbetriebe nach Maintal holen möchte. Sie haben scheinbar die Diskussion im Ausschuss nicht verstanden, wenn Sie uns das erneut vorwerfen. Ich habe auch mit Befremden zur Kenntnis genommen, das Protokoll vom Frauenbeirat, wo drin stand, dass Frau Vogel sagt, die WAM wäre frauenfeindlich im Frauenbeirat. Das finde ich nicht sehr schön von Ihnen, aber gut, wenn das Ihre Meinung ist, können Sie die natürlich ausdrücken. Wir haben das Anliegen, und da es im scheinbar im Ausschuss immer noch nicht zu Ihnen durchgedrungen ist, zu verhindern, dass sich statt in Gewerbebetrieben, wo wir diese Betriebe haben, dass wir stattdessen Wohnungsprostitution in Maintal bekommen. Diese Möglichkeit besteht durchaus. Dort kann sie auch nicht verhindert werden. Wenn das anders ist, Herr Sachtleber, dann korrigieren Sie mich bitte, aber in Maintal hat jeder die Möglichkeit, in einem Wohngebiet eine Wohnung zu beziehen und dort diesem Geschäft nachzugehen. Diese Möglichkeit hat man und ich bin eigentlich auch froh, muss ich sagen, dass diese Frauen, die nicht alle ausgebeutet werden, durch die damalige Bundesregierung die Möglichkeit bekommen haben, sich zum Beispiel Renten zu versichern durch das Prostitutionsgesetz, was ein großer Fortschritt war. Und diese Möglichkeit war ein Fortschritt und mich wundert es etwas, dass jetzt hier die Vertreter der gleichen Parteien, die auf Bundesebene diesen Fortschritt vorangetrieben haben, dass sie jetzt sich hier hinstellen und sagen, Prostitution ist was ganz Furchtbares, muss in Maintal unbedingt verhindert werden. Sie werden es nur in den Gewerbegebieten verhindern, woanders nicht, wenn Sie sich über die rechtlichen Auswirkungen mal informieren. Unser Ziel, wie gesagt, war lieber in den Gewerbegebieten als in den Wohngebieten. Wir haben darauf auch eine Anfrage in den Magistrat gestellt, letzte oder vorletzte Sitzung, da wurde mal aufgelistet, was es denn für Prostitution angemeldet in Maintal gibt. Wir haben das dann mit den entsprechenden Organisationen, es gibt zum Beispiel in Hanau entsprechende Organisationen von Prostituierten und in Frankfurt abgeglichen und die haben uns dann auf bestimmte Foren hingewiesen im Internet, wo Sie das auch nachlesen können, wo diese Damen Werbung betreiben. Und da können Sie zum Beispiel schwarz auf weiß oder im Internet, ich weiß nicht, wie man das nennt, nachlesen, dass diese Liste des Magistrats längst nicht up to date ist. Da sind also viel mehr Damen beschäftigt in Maintal, wenn man diese Werbungen verfolgt, als bei der Stadt gemeldet sind. Und deswegen befürchten wir eben, wenn wir sagen, das soll aus den Gewerbegebieten raus, dass das sich in die Wohngebiete verlagert. Und das ist der ganze Hintergrund unseres Antrages. Vielen Dank. Dankeschön. Wird weiter das Wort gewünscht? Das ist nicht der Fall. Dann lasse ich zunächst abstimmen über den Änderungsantrag der WAM-Fraktion.
Wer diesem Antrag seine Zustimmung geben möchte, bitte ich um das Handzeichen. Gegenstimmen? Stimmenthaltungen? Somit Mehrheit abgelehnt. Lass dann abstimmen über den Änderungsantrag der SPD-Fraktion. Wer diesem Antrag seine Zustimmung geben möchte, bitte ich um das Handzeichen. Gegenstimmen? Stimmenthaltungen? So einstimmig angenommen, wenn Sie damit einverstanden sind, lasse ich so insgesamt über die geänderte Vorlage abstimmen. Wer der geänderten Vorlage seine Zustimmung geben möchte, bitte ich um das Handzeichen. Gegenstimmen, Stimmenthaltungen, somit Mehrheit beschlossen. Ich rufe dann auf den Tagesordnungspunkt Nummer 9, Bebauungsplan Breitensteingelände in der Gemarkung Dörnigheim. Hierzu liegt Ihnen vor vom heutigen Tag ein Änderungsantrag der SPD-Fraktion, der nicht Gegenstand der Beratung im Bauausschuss war. Deswegen frage ich Herrn Borger hier zunächst auch über das Votum, über die Empfehlung des Bauausschusses. Herr Stadtverordnetenvorsteher, meine Damen und Herren, die Vorlage wurde im Bauausschuss einstimmig beschlossen. Dankeschön. Wer begründet uns den SPD-Antrag? Frau Kölner. Herr Vorsteher, sehr geehrte Damen und Herren, die SPD-Fraktion ist dafür, dass dieses Gelände Breitenstein nunmehr bebaut wird. Wir sind froh, dass sich diese Situation dort in Bälde ändert. Ich spreche insbesondere die Mitglieder des Ausschusses für Stadtentwicklung, Bau, Umwelt und Verkehr an. Der Änderungsantrag wurde nicht dort besprochen, der Ihnen heute zur Beschlussfassung vorliegt, dem gesamten Gremium hier. Wir waren zunächst über die Äußerungen und Erläuterungen von Magistrat und Verwaltung zufrieden, als wir vorgetragen hatten, das ist ja schon länger in der Diskussion, dass eigentlich eine Unterkellerung der Häuser sinnvoll sei. Die Bebauung zeigt aber, dass auf die Garagenzeilen Stauraum geplant ist und für die SPD-Fraktion ganz einfach der Satz gilt, ein Haus ohne Keller ist kein vollwertiges Haus. Deshalb bringen wir heute den Zusatzantrag, eine Unterkellerung muss wie im sonstigen Klinggebiet auf Wunsch des Käufers möglich sein. Uns ist bewusst, dass der Bau eines Hauses mit Keller teurer wird, insbesondere in diesem Gebiet. Aber die Erfahrung aus dem Klingseegebiet, wie ich mich kundig gemacht hatte bei Frau Vogel, zeigte, dass der Verkauf der Häuser ohne Unterkellerung fast gar nicht, sondern schleppend vonstatten ging und dass man hier von Anfang an die Möglichkeit, nicht nur die Möglichkeit, sondern das Muss festschreibt, dass die Häuser unterkellert werden. Denn Stauraum für junge Familien, die wir ja haben möchten, ist auf Zukunft gesehen fast ist unabdingbar. Ich danke Ihnen, wenn Sie dem Antrag zustimmen. Nicht so laut. Jetzt die Leihgabe des Stadtverordnetenvorstehers. Herr Stadtverordnetenvorsteher, meine Damen und Herren, Frau Kölner, hier im Bebauungsplan sind Keller nicht ausgeschlossen. Das heißt, das, was Sie beantragen, ist eigentlich jetzt schon möglich. Nirgendwo. Es steht nirgendwo drin, dass Keller ausgeschlossen sind. Deswegen sind Keller zulässig, grundsätzlich zulässig. Immer, in jedem Baugebiet, es sei denn, wir schreiben was anderes rein. Insofern ist das jetzt schon gewährleistet damit. Jeder Käufer, der einen Keller haben will und sich mit dem Bauträger einigt, dass er einen kauft bei dem Bauträger, kann das nach dem Bebauungsplan jetzt errichten. Da ist nichts mehr einzufügen. Eine Nachfrage von Frau Kölner. Wir kennen ja
Darf ich gleich darauf erwidern? Wir sind aber in einem formellen Bebauungsplanverfahren nach Baugesetzbuch. Dort gibt es keine Regelung, Keller explizit vorzuschreiben. Man kann dort nur, Keller sind grundsätzlich immer zulässig, es sei denn, man schließt sie aus. Wir haben sie nicht ausgeschlossen, also sind sie zulässig. Diesen Satz können wir nirgendwo, also den kann ich nicht aus dem Baugesetzbuch heraus ableiten, auch nicht aus der Planzeichenverordnung oder aus der Baunutzungsverordnung. Keller sind im Baugelände Breitenstein zulässig, so wie der Bebauungsplan jetzt ist. Können Sie mir so glauben, da ist auch keine Ergänzung möglich. Dankeschön. Herr Schäfer. Herr Stadtverordnetenvorsteher, meine Damen und Herren, abgesehen von der Tatsache, dass der Änderungsantrag dahingehend nicht eindeutig ist, weil hier einfach nur steht, es soll was hier irgendwo reingeschrieben werden, wir aber hier mittlerweile in dem Verfahren sind, dass wir die Satzung abschließend beschließen wollen. Das heißt, es muss schon sehr konkret gesagt werden, an welcher Stelle genau soll welcher Text geändert werden. Macht Ihr Änderungsantrag auch inhaltlich, Frau Kölner, gar keinen Sinn, weil wie wir ja eben gehört haben, im Bebauungsplan nicht darüber diskutiert wird, ob ein Keller gebaut wird, ja oder nein, es sei denn, er wird ausdrücklich ausgeschlossen. Ich verstehe Ihr Verhalten an der Stelle nicht, was Sie auch in den Abstimmungen vorgelegt haben. Sie haben eben in der Blockabstimmung einen städtebaulichen Vertrag mitgetragen, einstimmig hier im Hause. Wenn Sie wollen, dass ein Bauträger ausdrücklich Keller mit reinnehmen soll auf Wunsch der jeweiligen Käufer. Und wenn Sie dieses Anliegen durchsetzen wollen, dann müssen Sie das in dem städtebaulichen Vertrag machen, den Sie schließen. Dort haben Sie das aber nicht beantragt, sondern den haben Sie unverändert eben gerade mitbeschlossen. Also hätten Sie bitte schon da den Änderungsantrag bringen können und nicht hier. Das ist ein inkonsequenter Antrag und deswegen kann man ihn auch hier nur ablehnen. Vielen Dank. Herr Stadtverordnetenvorsteher, meine Damen und Herren, ich habe nur eine einzige Frage an den Magistrat, Herr Sachgeber. Wenn der Satz der SPD eingefügt wird, wird er durch die Satzung ungültig? Wenn sie das nicht wird, dann lassen Sie uns den Satz beschließen. Das Ganze entbehrt nicht einer gewissen Komik in meinen Augen. Dankeschön. Es ist keine formelle planungsrechtliche Festsetzung. Insofern kann er nicht Bestandteil der Satzung werden. Man könnte ihn in die Begründung reinschreiben zum Bebauungsplan, dass beabsichtigt ist, dass dies möglich sein soll und man deswegen Keller nicht ausgeschlossen hat. Wenn Sie ihn aber nicht beschließen, wenn Sie diesen Antrag nicht beschließen, sind Keller zulässig. Also es bleibt bei dem gleichen Ziel. Herr Sachgeber, bleiben Sie gerade mal bei mir. Ich würde den Antragsteller auch mal kurz zu mir bitten. Herr Mayer. Den Antragsteller hätte ich gerne mal.